Die Wall Street hatte auch gestern wieder gute Laune. Der Nasdaq mit einem neuen Allzeithoch. Der S&P hat es auf Schlusskursbasis nicht ganz geschafft. Man hat sich wieder mal an Jerome Powell begeistert, der bei dieser Anhörung vor dem US-Kongress die Märkte wieder gestreichelt hat. Aber es gibt ein paar große Auffälligkeiten, die historisch gesehen an den Märkten sehr selten vorkommen. Das ist das eine. Und zweitens, wir haben nach der klassischen, der ältesten Theorie über Finanzmärkte, über Kauf- und Verkaufssignale ein Verkaufssignal gestern bekommen. Erst zum 48. Mal seit dem Jahr 1900. Das muss nichts für die kürzere Zeitfrist bedeuten. Heißt also nicht, dass es heute Morgen oder am Freitag irgendwie deutlich nach unten geht, aber es könnte eben sein, dass wir in einem Top-Bildungsprozess stecken derzeit. Und wenn man sich Top-Bildungsprozesse anschaut, etwa Finanzkrise, etwa Dotcom-Blase, dann dauert das. Das ist also nicht etwas, was dann sofort nach unten sagt, sondern runter, runter, rauf, so einen Seitwärtsgeschiebe, neue Hochs, teilweise aber nicht so wirklich impulsiv. Und dann kommt etwas, was da ein bisschen nach unten geht, denn wir haben faktisch ja das erste Mal jetzt seit der Corona-Krise oder Beginn der Corona-Krise die Ansage der Fed, ja, wenn, dann geht es in Richtung Tapering und wenn, dann geht es vielleicht perspektivisch auch in Richtung Zinsanhebung. Alles noch ein bisschen weit weg, aber als Horizont eben schon im Raume stehend. Aber schauen wir uns zunächst mal an, was die Märkte eigentlich oben hält derzeit, weswegen man die Fed anbietet wie ein goldenes Kalb. Powell hat es wirklich geschafft, dieses Taper-Tantrum bisher zu vermeiden. Also die Angst der Märkte, dass hier Liquiditätsentzug der Fall ist, damit Liebesentzug der Fall ist. Das haben die Märkte bisher richtig gut geschluckt. Man glaubt also an das Mantra der Fed. Das ist jetzt vollkommen offensichtlich. Die Inflation wird vorübergehend sein. Macht euch keine Sorgen, Jungs. Wir haben die Sache im Griff. Die Märkte sagen, cool, schöne Nachricht. Die passt uns auch gut ins Konzept. Also glauben wir das Ganze mal. Hier hat gestern Powell zum Beispiel eben vor dem US-Kongress gesagt, wir werden nicht die Zinsen anheben, frühzeitig die Zinsen anheben, weil wir Inflation fürchten, sondern wir wollen erstmal wirklich gucken, ob es da Evidence gibt, ob es da ganz offensichtliche Anzeichen gibt für eben Inflation oder Ungleichgewichte. Naja, schauen wir uns mal hier ein paar Ungleichgewichte an, Erzeugerpreise, die weit über 6% gestiegen sind, Verbraucherpreise 5%, aber Exportpreise plus 17%, Hauspreise in den USA. Also es ist ja nicht so, dass nur der Basiseffekt hier verantwortlich ist, sondern die steigen auch von Monat zu Monat immer weiter die Preise, nachdem die Fed ja die Liquiditätsflut auslaufen lassen geradezu. Und Powell hat sich dann gestern geäußert, es sei sehr unwahrscheinlich, dass wir so eine Inflation wie in den 1970er Jahren erleben, damals ja die Ölkrise, damals in Zusammenhang zwischen Konflikten mit den arabischen Ländern und Israel, die Bestrafung sozusagen der westlichen Länder für ihre Unterstützung für Israel durch die OPEC-Länder, damals der Ölpreis stark nach oben, die Firmen daraufhin höhere Kosten haben dann ihre Arbeitskräfte, ihre Arbeitnehmerzahl reduziert. Arbeitslosigkeit war die Folge, gleichzeitig höhere Kosten für die Unternehmen, also Inflation. Wir hatten damals ein Stagflationsszenario, also stagnierende Wirtschaft bei gleichzeitig anziehender Inflation. Jetzt hat Powell gestern wieder interessanterweise gesagt, dass er vorwiegend sich nicht auf das CPI bezieht, also die Consumer Price Index, die klassischen Verbraucherpreise, sondern auf die PCE-Daten, Personal Consumption Expenditure, also das, was die Amerikaner ausgeben. Das ist ein, oder konkreter ausgeben, aktueller ausgeben, könnte man sagen, diese PCE-Verbraucherpreise, die am Freitag kommen, die sind so ein bisschen orientiert an den Dingen, die wirklich insgesamt so der Fall sind. Zum Beispiel, wenn bestimmte Dinge teurer werden, dann kaufen die Menschen eben andere Dinge, weil dieses Produkt zu teuer geworden ist. Gleichzeitig wird das aber dann so ein bisschen verzerrt durch die CPI, also durch die Verbraucherpreisdaten, die klassischen, deswegen die PCE-Daten. Aber es ist natürlich auch so, dass da manche Dinge, wie zum Beispiel Used Cars, also Gebrauchtwagen, die zuletzt ja so massiv explodiert sind im Preis, deutlich weniger vorkommen, oder auch Shelter, also Mieten, sind hier weniger berücksichtigt. Auch die explodierenden Kosten für die Gesundheitsversorgung sind dort weniger berücksichtigt, so muss es heißen. Also die Fed sucht sich das aus, was sozusagen tendenziell auch hier
die Dinge ein bisschen schöner darstellt, als sie vielleicht sogar sind. Und wenn wir uns die realen Dinge mal anschauen, heute ein Bericht von Bloomberg, die Waiting Times für Chips haben einen neuen Rekord erreicht, 18 Wochen. Die Shortage geht also weiter und Chips sind ja sehr, sehr wichtig heutzutage, gar keine Frage, sind in fast allen Produkten irgendwie die mit Mobilität zu tun haben, mit Smartphones sind die drin. Also wir sehen, da ist keine Entspannung in diesen Lieferengpässen. Das deutet darauf hin, dass eben diese Flaschenhälse, diese Bottlenecks nicht so temporär sind, dass sie zumindest noch einige Zeit länger andauern werden. Wir sehen jetzt neues Hoch bei den Benzinpreisen in den USA. Ein böser Kommentator hat gesagt hier auf Twitter, ja, das Positive, die positive Seite der Benzinpreise ist, dass es nur relevant ist, wenn man sich noch daran erinnern kann, wo man sein Auto geparkt hat, und dann hier ein Bild von Joe Biden, natürlich mit durchaus sarkastischem Humor das Ganze, aber zurück zu den Preisen, wir haben gestern zum Beispiel Richmond Manufacturing Index bekommen. Da sehen wir einen kleinen Spike nach unten bei den Preisen, aber das ist wirklich nur ein kleiner Spike, da muss man schon sehr genau hinschauen. Das heißt, die Preise verharren zumindest derzeit auf sehr hohem Niveau. Aber jetzt kommen wir mal zu der technischen Seite und auch zu diesem Verkaufssignal, das ich angesprochen hatte. Wir haben ein neues Hoch gesehen beim Nasdaq. Jetzt schauen wir uns mal aber an, wie viele Aktien über ihrem 50-Tages-Durchschnitt handeln und wie viele über ihrem 100-Tages-Durchschnitt handeln. Das ist eine Grafik von Michael Silver, by the way. Und dann sehen wir, dass wir hier eigentlich eine Divergenz haben. Es sind also wenige, oder es ist nicht die ganz, ganz breite Zahl der Aktien, die hier mitläuft. Die ist zwar jetzt zuletzt steigend, aber ungewöhnlich niedrig angesichts eines Allzeithochs des Index. Hier sehen wir auch mal neue 52-Wochen-Tiefs oder 52-Wochen-Hochs. Dann sehen wir, das ist jetzt nicht so impulsant, da ist also sozusagen nicht die Marktbreite klar erkennbar, da ist nicht eine Rallye aller Aktien, sondern es sind die ganz wenigen großen Aktien, die das Ganze mal wieder nach vorne getrieben haben, die sozusagen als Pferd den Karren ziehen. Das sehen wir hier zum Beispiel, Microsoft hat gestern die 2 Billionen Marktkapitalisierungsschwelle überschritten nach Apple, jetzt das erste amerikanische Unternehmen, das das geschafft hat. Wir sehen Amazon stark gestern, eben diese klassischen großen Werte, die es geschafft haben, jetzt nach oben zu treiben, die Märkte insgesamt nach oben zu treiben, vor allem den Nasdaq nach oben zu treiben, der gestern der stärkste Index war. Aber schauen wir uns mal noch ein paar Interna an und dann das Verkaufssignal. Sehen wir hier die Interna S&P 500 Informationssektor, Information Technology, es gibt ja 11 Sektoren, Information Technology ist einer davon. Und hier sehen wir weniger als 50% dieser Aktien aus diesem Bereich im S&P 500 handeln über ihrem 10-Tages-Durchschnitt, weniger als 60% über ihrem 50-Tages-Durchschnitt. Und das gab es in der Form nur zweimal in den letzten 32 Jahren, nämlich am 26. und am 29. Oktober 2007. 2007, da war noch was, da begann dann so ein bisschen die Finanzkrise. Heißt es, gerüchteweise, ja, also das ist zumindest auffällig und dann noch auffällig. Wir haben jetzt, seit 1928 hat der S&P 500 an knapp 3400 Tagen innerhalb von 0,25% seines Allzeithochs geschlossen. Und normalerweise ist an solchen Tagen, wo man ganz knapp am Allzeithoch noch vorbeischrammt, sind so um und bei 70% der Aktien handeln, zumindest über ihrem 10-Tages-Durchschnitt. Gestern waren es nur 36,8%. Hier also auch wieder Marktbreite ein entscheidendes Thema. Das gab es nur 5-mal von diesen knapp 3400 Fällen, in denen das vorgekommen ist. Also das sind schon Auffälligkeiten, die da der Fall sind. Das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich, was da passiert. Und jetzt kommen wir zum Verkaufssignal, nämlich das älteste technische Signal, die sogenannte Dow Jones Theorie. Die vergleicht den Dow Jones Industrials mit dem Dow Jones Transports und hat ganz bestimmte Anforderungen. Ein neues Allzeithoch, dann ein Rücksetzer von mindestens 3%, dann eine neue Rallye, die aber kein neues Hoch erreicht und dann ein Rücksetzer. Wir haben ja gesehen, dass die Transportwerte zuletzt nicht mehr so gut performt haben. Wir haben gesehen, dass jetzt auch der Dow Jones nicht mehr so toll läuft wie vorher. Da war er ja praktisch der Treiber. Da waren diese klassischen Value-Werte, die im Dow Jones enthalten waren, eigentlich die Treiber
Der Rallye schauen wir uns jetzt nochmal den Nasdaq an, um nicht zu bärisch zu werden, meine Damen und Herren, gell? Hier sehen wir ein wunderbares technisches Setup, sagt Julien Bittel. Wenn wir da ausbrechen können, dann sieht das so aus wie ein aufsteigendes Triangle. Das sei doch sehr, sehr bullisch, aber wie gesagt, es sind die wenigen Werte, die das Ganze treiben. Insgesamt können wir sehen, dass sozusagen Value wahnsinnig viel Aufholpotenzial hätte, nach wie vor gegenüber diesen Tech-Werten. Derzeit hausiert aber Tech. Tech hausiert aber normalerweise nur, wenn die Märkte eher deflationär gestimmt sind, also Deflation erwarten. Nicht Inflation. Also was ist mit dieser Reopening-Story? Was ist mit der Inflations-Story? Die Fed hat es geschafft, zumindest die Inflations-Story so ein bisschen abzuräumen. Gucken wir mal, wie am Freitag dann die Daten ausfallen werden. Schauen wir mal. Jetzt eben jedenfalls wünsche ich Ihnen erstmal einen wunderbaren Tag. Sehr merkwürdig diese interne Struktur der Märkte derzeit, merkwürdig die Dominanz plötzlich dieser eigentlich auf Deflation orientierten großen Tech-Werte. Und merkwürdig auch, dass die Märkte Jerome Powell und der Fed wirklich alles aus der Hand fressen und den eigenen Kopf so ein bisschen ausschalten, hat man das Gefühl. Ich wünsche das Allerbeste und sage Servus und Ciao.